Willkommen zurück bei Uncharted 2 Among Thieves aus der Nathan Deck Collection für die PS4 und wir folgen unserem netten Freund und müssen den Sound etwas lauter stellen. Ich habe lange nicht gespielt. Ich hatte über Silvester. Ich verstehe dich immer noch nicht. Oh Mann, da kommen wir ja niemals rüber. Was hast du da? Was? Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Ja. Nitsusho. Weißt du, wo du hingehst? Ist jetzt irgendwo ein Schatz oder so? Ja, ich hatte vor Silvester, weit vor Silvester, zum Glück super viele Uncharted-Parts aufgenommen. Deswegen gab es da viele Parts noch. Mittlerweile habe ich keinen mehr und ich glaube, er war jetzt schon ein paar Tage ohne Parts. Genau, das habe ich auch gedacht. Oh Mann. Und jetzt geht es weiter. Ich weiß sogar noch tatsächlich genau, wo wir aufgehört haben. Das ist, finde ich gut. Sind jetzt hier gleich wieder irgendwelche Gegner, oder? Ich will aber lieber hier hin, weil hier ein Schatz ist. Nicht. Ich weiß nicht, warum ich keine Schätze finde in diesem Spiel. Da hinten ist ein Schatz. Den sehe ich. Ich weiß nur nicht, wie ich hinkomme. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Nicht, wenn wir sie vorher erschießen. Kann ich auf das Zelt klettern? Kann ich nicht. Ich will da hoch. Ich will hier hoch. Da oben ist ein Schatz und ich habe keine Ahnung, wie ich drankomme. Das ist. Geschafft. Ich kann mich in der Luft abstützen. Aha. Kann ich mit dem Seil dahin, was er jetzt da wirft? Wirf mal. Mach du mal. Ich habe übrigens gar keine Waffe dabei. Ich kann zumindest. Leicht daneben. Ganz leicht daneben. Könntest du dich einfach mal baumeln lassen? Das muss doch funktionieren. Okay. Wir kriegen das hin. Du gehst schon mal vor, oder? Nein, ich will ein bisschen runter. Nein, das wollte ich auch nicht. Oh, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Das tut mir leid, ich will diesen Schatz haben. Wenn ich schon mal einen sehe, dann will ich noch haben. Schaffst du es eigentlich echt nur einfach hängen zu bleiben? Nein, ich will mich nicht schwingen. Ich will am Seil runterklettern. Kannst du nicht, ne? Für so ein hässliches Ding. Ja, ich weiß, dass du auf mich gewartet hast. Wow! Lass mich raten, wir müssen diese Höhle gleich rückwärts rauslaufen, weil sie einstürzt. Ich hatte das irgendwie so. Hey, was soll die Eile? Wahrscheinlich wegen den Wölfen. Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Oh. Close. Hoch.
hast du gefunden? Jody Schäfer ging nie in mein Tatsche. Er ist schon eine ganze Weile tot. Ja, da, da. Der Cintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Diesmal du besser hast. Was? Wir können hier weiter. Tenzin, los! Okay, ich helfe dir hoch. Mongo, Nekraya, das? Ja, ja, ein da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Was denn jetzt? Ich zuerst was? Okay. Okay. Würde erst hochgucken, ob da jetzt irgendwie ein Wolf ist oder so. Ist es nicht? Okay. Kann ich dir jetzt hochhelfen oder? Nö. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Eieiei. Ich sehe schon, das endet gleich in einem Tod für mich. Weil ich eventuell nicht ganz identifizieren kann, wo lang ich wirklich muss. Aber das werden wir gleich noch rausfinden. Wohin soll ich? Hä? Hast du mich jetzt hier hängen lassen? Ja, tatsächlich. Ich muss echt gerade aufpassen, dass ich nicht irgendwo mich runterfallen lasse, wo ich gar nicht hingehöre. Ich behaupte, dass das nämlich gut passieren kann. Das ist ein Schatz. Den hätte ich gern. Auch wenn ich glaube, dass wir gar nicht hier runter sollten, sondern eher rauf als runter. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade tun. Sind wir hier? Aha, wie ich sehe, müssen wir... Hohoho. Hierhin? Glaub ich? Fallen lassen? Ja, nein. Hier ist ein Seil. Nimm es. Komm schon, ich fang dich. Ich fang dich? Was für eine dumme Idee war das denn? Ja, bitteschön, du schuldest mir was. Ich fang dich. Also sorry, so was Dummes habe ich auch noch nicht erlebt. Was war das denn für ein dämlicher Sprung? Ich glaube, bei dir hackt's, Nate. Und mal tot. Natürlich. Wie konnte es auch anders sein? Wer schuldet wem was? Okay. Wir sind quitt. Kette, Masso. Maie. Oh, yeah. Renn mal vor, ja. Verdammt, was war das? Ja, komm mal so. Es war ein Wolf, der stirbt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass er gestorben ist. Weil Wölfe sind schon respekteinflößend genug. Es muss nicht noch irgendwas Größeres hier sein, wie so ein Yeti oder so, der dann die Wölfe frisst. Also ich gehe außen rum. Wenn du da so einen waghalsigen Sprung machen willst, bitte sehr. Wölfe sind... So ein Mist. Was war das? Das, was war das? Na, guck mal. Kim Jan, die Sedan. Schöner Zauberrescher. Ja, komm schon. Die Tatsen, ja, wo mache? Tenzin, wir müssen weiter. Ja, ich habe immer noch keine Waffe. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich keine Waffe habe. Das gefällt mir absolut nicht. Ich will eine Waffe haben. Also irgendwas ist hier weit gefährlicher als Wölfe. Kann ich mal bitte die Taschenlampe anmachen? Oder soll das Furchteinflößen da ohne sein? What the fuck? Was war das? Okay, wir sind wieder im Mystery Part angekommen. Wie geht's?
Okay, gut. Warte hier. Hier. Er ist tot, wenn wir wiederkommen. Er ist hundertprozentig tot, wenn wir wiederkommen. Ich kann hier einfach runter, oder? Er ist hundertprozentig tot, wenn wir... Also, wir sehen ihn sterben oder er stirbt einfach so. Okay, da kommen wir so nicht rein. Hat mal jemand Feuer? Keine Bist-du-okay-Rufe von unserem Freund. Eiswasser macht dir nichts aus, oder? Nur Eiswasser macht dir nichts aus, okay. Das ist die Hauptsache, nicht. Blitzt hier irgendwas? Blinkt hier irgendwas? Ich habe jetzt den Boden noch nicht genau untersucht. Warum hört sich das so bedrohlich an? Aha. Da ist auch die Pistole. Das heißt... Hey, Schäfer lässt grüßen. Ach, hoffentlich ist die geladen. Ja, das heißt, wir bekommen jetzt gleich Besuch auf jeden Fall. Komme ich jetzt hier raus? Quicktime-Event oder so? Quicktime-Event? Nein, ausweichen! Aua! Scheiße, nicht das schon wieder! Ausweichen! Ausweichen! Ich hab zum Glück unendlich Munition. Was war das? Wenn du doch bloß irgendwie Englisch, Deutsch oder sonst was sprechen würdest. Ist das eigentlich wirklich eine Sprache, die er spricht, oder ist das eine Sprache, die, ja, wie soll ich sagen, also eine erfundene Sprache, beziehungsweise eine so alte Sprache, die keiner spricht oder sonst was. Das wäre nämlich tatsächlich interessant, wenn man nämlich als Spieler diese Sprache wirklich verstehen würde. Fände ich das, glaube ich, ziemlich cool. Also im Sinne von, wirklich zu wissen, was der wirklich sagt. Komm, ich helfe dir hoch. Auf geht's, hoch mit dir. Wie soll ich jetzt hochkommen? Du wartest einfach, bis er jetzt irgendwie ein Seil runterlässt. Oder eine Kiste. Geht natürlich auch. Ja, die Leiter sieht safe aus da an der Stelle. Absolut. Du Arschloch. Du verdammtes Arschloch.
Was ein Aas. Ich bin wegen ihm gestorben. Wie soll ich jetzt hochkommen? Kann er die Kiste auf mich werfen? Okay, ich probiere es nicht aus. Ich will ihn jetzt nicht nochmal laden. Das wäre ganz witzig eigentlich. So, spring mal rüber. Boah, lass mich vor, ist mir egal. Da ist auch eine Waffe. Schön Waffe aufsammeln. Die Typen sind gestorben wie die Fliegen. Ja. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin. Ohne Schatz. Gut, wohin müssen wir? Wow, geil. Krieg ich's hin? Das war gerade nicht schlecht. Hätte mich gerade beinahe in die Welt ver okay. Wohin muss ich denn? Ich hätte jetzt eigentlich tatsächlich gedacht, dass ich da hoch muss. Aber da kann ich mich nicht festhalten. Von da bin ich gerade rübergesprungen. Da geht's weiter. Da wirft er eine Kiste runter. Ah. Das wird gehen. Oh. Also die Tipp, also die Wege sind wesentlich unersichtlicher als in Uncharted 1. Und die Tipps sind wesentlich rarer als in Uncharted 1, was ich sowohl positiv als auch negativ finde. Also als Casual-Spieler, oder sagen wir so, als Blindschleiche wie ich, im Sinne von, dass ich gerne mal was übersehe, langsam wird's interessant. Ist das natürlich ein bisschen problematisch. Aber nicht die ganze Zeit fett Hinweis zu haben, finde ich auch wieder cool. Herz aus Eis, Kapitel 18. Ich gehe schon mal vor, ne? Ich hoffe, das ist okay. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen soll. Absolut nicht. Ist das der Eingang nach Shambhala? Stell dich auf den anderen Hebel. Ja, dann geht die Nitoro. Sagst du so leicht. Okay, wenn ich das jetzt hier wegmache, dann hat er ein Problem, ne? Sieht jetzt nicht so stabil aus. Wenn ich das mal sagen darf. Geht das hier auf Zeit? Oh Gott! Okay, danke schön. Alles gut. Sag mal, warum muss ich eigentlich für ihn irgendwelche Hebel betätigen und er macht einfach, was er will? Wohin? Halt, stopp, stopp, nein, aufhören zu, danke. Ich habe immer noch eine Waffe, oder? Ja, ich habe eine Waffe. Gut, das ist gerade meine größte Sorge ist, keine Waffe zu haben. Wenn sie etwas niedriger wären, könnte ich darauf klettern. Ja, wenn, ne? Aber ich glaube, das ist dann dein Job. Wo bist du überhaupt? Wo bist du? Hier haben wir gestartet. Nee, haben wir nicht. Da bist du. Muss ich jetzt hier irgendwas machen oder musst du mal irgendwas machen? Muss ich hier runter? Aha,
Ich habe auch einen Hebel. Geht meine jetzt auch runter? Tenzin, leg den Schalter um. Also das Rätsel ist so konzipiert, dass man das nur zu zweit machen kann. Okay. Die Glocke dreht sich. Warum tut sie dies? Ach du Jemine. So. Oh Scheiße. Ich sehe halt nichts. Nein, nein, rüber. Oh, das war knapp. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht lang. Ich nehme nämlich an, ich muss hier lang. Okay. Es ist gerade hier ein wenig waghalsig, was ich hier tue. Aber noch scheint alles so zu sein, wie es sein soll. Was will mir die Musik jetzt sagen? Was will mir die Musik sagen? Ich kann da jetzt runter. Soll ich das? Oh nein, soll ich nicht. Ich soll dort an die Stange. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Prince of Persia. Oh, nicht nur ein bisschen, das erinnert mich halt super stark an Prince of Persia. Nein, nach da, nach da, nach da, nach da. Und rüber. Runter, runter, hoch. Ja, Tenzin, nimm den leichten Weg. Ja. Yeah. Die Frage ist. Oh, die Frage ist nicht. Wo ist der? Hey, wo geht's denn da weiter? Hä? Wo will ich denn da hin? Oh Gott, nein. Da war ein Schatz. Wie? Da war ein Schatz. Wie soll ich das denn verstehen? Da ist gerade kurz ein Schatzsymbol ausgegangen. Okay, ich komme da nur runter. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin oder was ich hier tue. Aber ich hoffe einfach. Endlich. Was nennst du eine Safe-Brücke?
ich da jetzt rüberkomme? Indem du erstmal die Leiter runterkletterst. Ich hab da keine Ahnung, was das bringen soll. Aber wir machen's. Obwohl, nein. Ja, sicher. Aber beim nächsten Mal erst.